auch gegenüber den Fans, weißt du mal, die so viel Emotionen da reinstecken. Und du bist für die dann so ein Symbol auch. Und das auch zu beschützen, weil als mir dann Bravo in München gesagt hat, das war ja die Zeit Tokyo Hotel und dann Bushido aufs Cover und dann sagte der, darauf die Woche würden wir gerne dich aufs Cover hauen. Das Problem ist aber dein Name. Das war ja 4 Jahre nach 9/11. Okay. Da sagte der, Mohammed klingt wie Mohammed. Und Mohammed ist jetzt weltweit, kannst du vergessen den Namen. So, ne, das sind die, die mit dem Flugzeug in die Türme geflogen sind. Können wir dich nicht umbenennen? Echt, wirklich, das ist eine große Chance für dich. Bravo, Frontcover. Also, es kriegt nicht jeder. Das wäre für dich der Step, weil nach Bravo kommt Bild und Bild und Bubble. Wir machen dich über Fame. Was für ein Bullshit, ey. Ja. Ganz ehrlich. Und dann habe ich ihm gesagt, was für ein Bullshit. Wie wollten die dich nennen? Der meinte, nimm irgendwas Italienisches, so Paolo, bla bla, hat er irgendwas da hingeschmissen, so, das wäre doch gut, oder Muro, und so. Da habe ich dem gesagt, ganz klar, der hat mich mitgenommen, weißt du, ich war in München auf dem Konzert, mit dem Tourbus unterwegs und so, dann hat er mich mitgenommen, das war der Redaktionschef, dann haben wir uns hingesetzt, dann hat er mir das so, weißt du, mal durch die Blume versucht so zu erzählen, so, dass ich dann irgendwas einmal, da habe ich gesagt, ey, das ist Betrug, das ist Betrug an mir selbst und an dieser Kernschaft, wenn ich an denen festhalte, die werden mich nicht loslassen. Yeah. Aber wenn ich denen jetzt schon den Rücken kehre und denen halt zeige, dass ich so ein Chamäleon bin und alles mache für Fame und bum, das mache ich nicht. Das widerspricht mir, meine Ideale, das mache ich nicht. Weil ich weiß, dass die, die das hören, wenn das für die so viel bedeutet wie für mich, dann wäre das Hochverrat. Das macht man nicht. Okay. Krass, da hat er zu mir gesagt, Alter, ich weiß nicht so, bist du bekifft oder bist du so oder bist du so? Wie kann das sein, dass man das nicht will? Wir öffnen die waren beleidigt, dass sie den halben Schritt so runtergemacht haben von ihrem Podest und gesagt haben, ey, junger Mann, wir wollen dich jetzt berühmt machen, du musst aber dafür nur das und das machen. Mhm. Die waren beleidigt, das war ja, wie nennt man das? Königsblabla, gibt es ja so einen Begriff dafür. Die waren beleidigt, dass ich das nicht mitmachen wollte. Wir bieten es dir an und so. Im Auftrag des Teufels, original, der Film erzählt alles. Und der Pacino, wo der sich so aufregt über Keanu Reeves und sagt, Alter, wie kannst du es wagen? So, ich leg dir die Welt vor Füßen und du willst nicht? Und so haben die sich auch danach benommen. Danach wurden direkt, zack, die Termine wurden immer weniger. Da wurde, es wurde so sukzessiv, wurde geblockt. Und dann kam aber der Druck von unten und dann kamen auf einmal so Songs wie mit Alpa, Verbotene Liebe. Und dann kam wieder ein Flash und Schau hin und wo. So, dass die so, man hat richtig gemerkt, auch die Radiostationen und so weiter, wenn ich da reingelaufen bin, du hast gemerkt, dass von oben einer gesagt hat, wir haben den an der Backe, halb den mal nicht so krass. Mhm. So, wo ich dann so reinkam und dann sagt er, und Mohammed, der Rapper. Mhm. Ich sag, Mohammed, der Sänger. Mhm. Warum machst du denn dein, mit Radio Köln habe ich mich live gestritten. Mhm. Warum machst du denn deine Hausaufgaben nicht? Mohammed, der Sänger. Was sind denn, also, ist doch, das ist so schwer zu verstehen. Das ist doch kein großer Deal. So, ich fluche nicht in meinen Songs. Ich bin lieb, ich mache Liebe und bum. Die haben es nicht gekauft und die von oben kam. Es war halt diese große Intrige nach dem Motto, wie du sagst, weil ich einfach nicht Püppchen sein wollte. Mhm. Und da habe ich gedacht, ich war dankbar, habe gesagt, danke, okay, dann lass mich mal machen. Jetzt will ich Learning by Doing, wie du sagst. Und am Ende des Tages bin ich dann schon der Ingenieur. Also ich habe den Audioingenieur, habe das Diplom und mache gerade den Bachelor dazu. Also ich bin offiziell Student. Hammer. Studentenausweis bekommen vor ein paar Wochen. Hammer. Deswegen, also mit 38, da geht noch was. Wie finden deine Kommilitonen das? Ja, ja, so? Wir haben das Online-Campus. Das online, okay. Online-Campus. Das wäre witzig, so, wir gucken nach rechts. Ja, geil. Ja, wäre geil. Macht er hier? Es wird auf jeden Fall ein paar Termine geben, wo wir in einem Hörsaal sitzen werden, aber in der Familie finden die das schon alle lustig. So. Ja, Mann, Hammer. Der Student, Alter, krass. Und ich gehe ins Kino. Die hat ja auch im hohen Alter noch studiert. Ja, Mann. Alles cool. Und ich laufe mit meinem Schwager, weiß, ins Kino und zock erstmal Dings, wirklich wegen dem Rabatt. Und die sagt, ah ja, es kostet 1 Euro weniger. Ja, ich bin Student, Bro. Nice, so geht's. Wie findet eigentlich deine Familie deine Musik? Ah, ich hab, wie ist sie damals mit dir durch die ganze Phase durchgegangen? Ja, ich habe großes Glück. Also mein Vater ist selber musikbegeistert von klein auf und der hat. Hat er dir das auch in die Wiege gelegt? Ja, ich denke schon. Also meine Mutter hat auch so eine super schöne Stimme. Die singt nicht gern, aber wenn sie singt, klingt es so. Auch Instrumente gelernt? Engelsgleich. Mein Vater hat halt sehr viel Saz versucht und sehr viel Klavier, Keyboard, dieses Entertainment-Klavier. Mhm. Ne? Drücken, Beat läuft, Songs nachspielen. Von klein auf. Und der war halt sehr begeistert von dem, dass er gedacht hat, so, hey, der hat guten Geschmack, die Musik ist schön. Weil wenn's, ich glaube, bei Metal, Rock und so weiter, oder wenn es zu Hard Rap oder so gewesen wäre, hätte wahrscheinlich gesagt, ne? Aber mein Vater ist Fan. War einer der ersten, der mit Morbid-T-Shirt auf dem Konzert stand und mit Kamera und Film und so.
Das zieht sich so durchweg. Mein Bruder ist ja der Inspirator, der Motivator, mein Coach. Ich rufe ihn manchmal an und sage, Coach, ich habe einen Auftritt, ich weiß nicht, was ich machen soll und so. Und dann lachen wir uns immer schlapp, weil er mich dann immer so... Das ist wie immer Rockys, gut, Familienbusiness. Voll wie Rockys Trainer mir immer sagt, okay, versuch mal den Dialog, mach mal den Stand-up, mach mal die Brücke, sing mal den Song, lieber mal am Schluss, probier mal, wie es kommt. Und dann machen wir auch immer so die Bewertung danach, so, ja, war gut, war das nicht gut, wir filmen auch viel und analysieren, weißt du mal, wie so ja, Cheftrainer, okay, ja, die Bewegung hätte sie jetzt nicht machen sollen und so. Aha. So, und jetzt meine Frau, die war Gott sei Dank kein Fan-Fan, mhm. die ist mit meiner Mucke groß geworden und feiert das Ganze, aber sie war jetzt nicht so krank, mhm. und, sondern schon so auf dem Boden. Sie ist auf jeden Fall auch nochmal sichere Bank, falls ich irgendwann abheben sollte. Es kann auch im hohen Alter passieren, dass sie die erste, die mich runterzieht. Und meine Jungs sind einfach ein Traum. Der Große, der kennt die Songs schon auswendig, singt die mit. Im Auto will er nur Papa-Lieder hören. Mhm. Bei anderen Sachen, manchmal freut er sich, aber eigentlich will er überwiegend Morbid hören, deswegen. Ist mal okay, aber, ja, aber so. Papa, fang du wieder an. Genau, und auch so im Umkreis, weißt du, wir haben ja viele Väter, Familien so, die gleich sind von meiner mhm. Frau, die besten Freundinnen, die auch verheiratet, kleine Kids und so. Und dann schicken die mir manchmal Videos, wo die Tochter sagt, James Papa Musik, was willst du hören? Dann sagt die, James Papa Musik. Cool. So, und dann sagt er so, okay, ausnahmsweise mal, machen wir mal James Papa Musik und so. Und es war auf dem Kindergeburtstag vor ein paar Wochen, dann sagten die, willst du einen Song singen und so für die Kleine? Melia ist schon 6 Jahre alt geworden. Dann nochmal war ich so auf einer Privatgartenparty mhm. und so und alle Eltern auf einmal singen mit, machen mit. Und ist halt sehr normal, sehr, sehr schön. Ja. Alles sehr, sehr cool. Angenehm. Was war deine Inspiration damals und wer war so deine Ikone? Hast du irgendwie gehabt, wo du gesagt hast, Alter, wegen dem mach ich das eigentlich? So, Xavier Naidoo hast du vorhin erwähnt. Xavier Naidoo kam aber erst im zweiten Schritt. Yeah. Ibrahim Tatlıses war, wo ich mit 10 Jahren vom Fernseher stand und Rotzwasser geweint habe. Und ich habe ihn selber kennengelernt? Nee, noch nicht. Schade. Wir arbeiten jetzt gerade dran, weil ich gesagt habe, so, der macht jetzt wieder Evo-Show, also arbeiten wir dran. Und das in der Türkei funktioniert kommen. Das anders. Da ja. ist alles, muss viel Politik gemacht werden. Da musst du einen Cousin kennen, der einen. Okay, okay, vor allem so als Independent Artist, an dem keiner mitverdient, ja. machen ja alle die Türen zu. Ja. Und wir werden es erstmal auf die, vielleicht müssen wir uns auch einkaufen, keine Ahnung. Einmal will ich vor diesem Mann sitzen und ihm sagen können, also wegen dir habe ich angefangen, mhm. so das zu fühlen, das zu singen. Der hat mich sehr berührt, heute noch, großer Fan. Mhm. Und im zweiten Augenblick, dann als dieser Deutschpart kam mit 15, da haben wir der Wolfgang viel Xavier Naidoo ans Herz gelegt. Ich hatte schon mal was gehört, aber dann bin ich voll reingetaucht und das erste Album, die Songs wie 20.000 Meilen, Führ mich ans Licht, Ich kann dich sehen und Co., die höre ich heute noch, sind ja, heute noch heftig, in meiner Playlist. Ja. Das sind so die zwei. Aus dem englischen Bereich, irgendwie R&B und so? Da ist, ich bin ja genau in dieser Drew Hill Phase groß Aha. geworden, Cisco und natürlich, wie heißt er? Boah, das hören wir ganz viel gerade, Donald Jones. Mhm. Und Music Soul Child und wer hat mich da alles berührt? Boyz II Men, das ist unwahrscheinlich krass. Klar, dann aber auch diese Will Smith-Phase, wo der Big Willie Style, dieses mhm. Album so, es war einfach genial. Aber natürlich auch durch meinen Bruder, weil mein Bruder ist der Rapper von uns beiden. Tupac und Biggie. Mhm. Also wir hatten East Coast und West Coast bei uns zu Hause. Jeden Tag so, ja, aber der Track ist geil, aber der hat das gemacht, ja, aber der ist Verräter, ja, aber woher weißt du das? Und, aber die Songs, weißt du mal, die Beats. Ja. Jetzt am Wochenende kam er noch, wir gehen jetzt noch Samples durch. Weißt du noch, Only God Can Judge Me, das ist das Sample. Hör mal, und wir hören ein Stück raus und denken, oh, das ist geil. Wir haben ein Stück gefunden von dem Sample, wo wir jetzt selber einen neuen Beat drauf gemacht haben mhm. und wo dann auf einmal Morbid drauf singt, wo man denkt, so geil, Alter, so ein alter Song, eigentlich der so gecovert und... Mhm. Also die musikalischen Einflüsse weltweit gehen nach vorn. Kannst du uns ein Stück singen? Gerne. Ich fange an. Sie legt immer. Amen. Ich denke mir, von denen spricht bestimmt keiner Deutsch. Und die singen alle mit. Und die sind teilweise älter als ich. Und dann Fotos und das und Aftershow-Party. Und dann haben wir noch einen Auftritt am Abend gehabt. Die sind ausgerastet. Als mir dann Bravo in München gesagt hat, Mann, das war ja die Zeit Tokyo Hotel und dann Bushido aufs Cover. Und dann sagte der, darauf die Woche würden wir gerne dich aufs Cover hauen. Das Problem ist aber dein Name. Das war ja 4 Jahre nach 9/11. Okay. Da sagte der, Mohammed klingt wie Mohammed. Und Mohammed ist jetzt weltweit, kannst du vergessen. Gut, dass es dich auch gibt. Der sagt, na, na, na.
gut, dass es dich gibt. Sagte, meine Eltern haben sich auf deinem Konzert kennengelernt. Wenn es dich nicht gäbe, höchstwahrscheinlich gäbe es mich nicht, sagte er. Das erste Mal in meinem Leben auf Rassismus bin ich in der Musikbranche gestoßen. Vorher nicht. Auch orientalisiere, dass da immer noch, wenn ich singe, wenn ich sing, dass das immer noch deutsch ist, dass der Akzent stimmt, dass das wie Naidu noch klingt und nicht so, wenn ich singe. Ich habe das letzte Mal Urlaub gemacht, 2005, 3 Tage Antalya seitdem, 17 Jahre. Dieses Jahr fahre ich das erste Mal nach Bodrum. Für 2 Wochen. Wirklich. Hammer, 17 Jahre, 15 Alben rausgebracht, über 180 Songs gemacht. Meadow mit Baller los, da habe ich das gehört und habe ich gesagt, ah, der kennt Marvin. Ich fand das auch immer cool von Qatar, wir haben uns persönlich nie kennengelernt, aber es gibt so viele Interview-Ausschnitte, wo er immer sagt, Morbid war der Erste, Morbid war der Erste.